So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Black 2 mit mir, Miss Hindenbank, und ich war derweil in der Höhle, in der Panioro-Höhle, und ihr seht, ich habe Rock Slide auf meinem Exilio drauf. Ja, woran liegt das? Das lag einfach daran, dass wir waren schon in der Panioro-Höhle, aber konnte dann natürlich mal wieder hoch, zwei Stufen. Und ich habe vergessen, die zwei Stockwerke da oben zu besuchen. Und dort gab es dann TM80, aka Rockslide, Steinhagel. Und das habe ich dann direkt meinem Pokémon beigebracht. Da gab es noch zwei Trainer, aber die waren so low, dass ich die dann offscreen nicht gezeigt habe. Und ja, sonst gab es eigentlich nichts. Außer vielleicht noch ein paar Items. So. Dann hat mir jemand in den Kommentaren noch geschrieben, dass ich hier noch in den Baum rein kann. Und hier haben wir jetzt einen AP-Top gefunden. Vielen, vielen Dank an eure netten Kommentare, die mir auch immer wieder helfen. Natürlich lese ich die auch alle, das ist kein Ding. Am Anfang haben ja viele gesagt, du liest die Kommentare nicht, bla bla bla. Doch, ich lese die Kommentare. Es liegt doch nur einfach daran, dass ich viel vorgedreht habe, anfangs. Aber mittlerweile drehe ich mir so viel vor, wobei langsam sollte das wieder kommen. Oh. Oh, Stanober, tschüss. Wir sind schneller. Mein Schatz ist schneller, doch, ganz klar. Mein Schatz ist ganz klar schneller. So. Ich will jetzt bloß kein Risiko eingehen. Boah, Alter, will ich da los? Ich hab doch Topschutz drauf. Was ist das für ein Scheiß? Oh, nice Predict. Und jetzt kann ich doch abbauen, oder? Daki, grüße mich, danke. Puh. Da hast du mit dem Feuer gespielt, Schatz. Ja, also nicht nochmal, danke. So, hier noch vielleicht nochmal die Dowsing Machine. Ich würde mal sagen, jetzt sollten wir uns so langsam Richtung Pokémon Liga begehen. Das wird so toll, meine Freunde, das wird so toll. Aber ich hoffe mal, wir können da überhaupt rein. Ja! Das wird so geil. Oh. Was ist das denn? Alles klar, Route 23. Ah! Oh. Gut, bei der können wir heilen, das ist gut. Milzer! Oh doch. Geil. Naja, okay, was haben wir noch? Ist das hier ein Busch oder wie? Ne, das ist Felsen. Das ist... Ja, ah, oh, Cut! Aber hätten wir gar nicht benutzen wollen, wir hätten da auch surfen können. Egal, Blatt, machen wir die Scheiße sauber. Danke. Ein Hardscale, Alter, ich hab doch viel zu viele Herz. Kann ich die... Und irgendeiner hat da wieder gefurzt, Spaß. Spaß beiseite. So. Okay, jetzt geht's langsam ans Eingemachte. So, scheiß mal auf Exio, wir trainieren jetzt Sayu. Ich hab Lust auf Sayu, keine Ahnung. Wir müssen einfach trainieren. Route 23. Ist auch, glaube ich, komplett neu, oder? Oder ist das einfach nur wieder so... Ne, ist komplett neu, glaube ich. Müsste komplett neu sein. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, freut euch auf die Top 4, denn ich habe gerade eben beschlossen, dass ich die Top 4 mit Cam machen werde. Das heißt, irgendwo in der Ecke werdet ihr mein Gesicht sehen. Und ja, wird euch hoffentlich freuen. So. Throw. Level 53. Ah, ich bin mal echt gespannt, auf welchen Level die Top 4 sind. Ja, also... Das verspricht doch, heiter zu werden. Das verspricht doch... krass spannend zu werden. So, Superpower. Oh, zieht eine Menge ab. So, wie kontern wir das am besten? Boah, Mann, Schluck auf, verdammt. Ich muss an Glatzen denken. Hat mir letztens jemand gesagt, das soll helfen. So, Angel. Kein Ding, das haben wir sehr gut antizipiert. Wie man jetzt im Fußballjargon sagen würde. Und nochmal Superpower. Aber da nach dem ersten Mal Kraftkolos, also Superpower, der Angriff von Throw gesenkt worden ist, zieht jetzt der zweite Kraftkoloss weniger ab. Und Discharge. Vielleicht hätte ich stärker einsetzen sollen. Ja, vielleicht hätte ich stärker einsetzen sollen. Aber egal. Discharge erreicht ja auch für den Kill. Und Level 53 oder 52 für Psyomech in Pixel World. Ja, Player defeated. Nice. Was haben wir noch so? Die Musik gefällt mir auch eigentlich ganz gut. Ja. Und hier gibt es natürlich wieder eine Menge Ass-Trainer. Ass-Trainer sind immer gefährlich, weiß man ja. Das sind die stärksten Spieler in den Pokémon-Spielen überhaupt. Oh mein Gott, wieder Emolga. Ich verstehe das nicht. Warum muss Sayu immer gegen Emolgas kämpfen? Und warum muss sie dann die Emolgas auch noch immer besiegen? Ich begreife das nicht. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, in gewissen Maßen sogar, ja, paradox. Aber naja, paralysiert auch noch. Boah, da wird dieses Emolga doch niedergemetzelt. Ha, ha, ha.
richtige Metzgerin hier, mein Ampharos. Und Emolga ist weg. Huh. So, Jellicent. Hey, können wir drinbleiben. Da haben wir den, ey, diese Pokémon-Rufe, die werden von Mal zu Mal... Oh, oh. Ich glaube, das ist jetzt weg. Ah, tut mir leid. Oh mein Gott. Brian. Ja, eigentlich wäre Brian kein Kill gewesen, aber ihr wisst ja, Brian Acker Lake funktioniert so, dass, das ist, eigentlich ist Lake nur ein Move, das eine Stärke, der eine Stärke von 60 hat. Aber wenn der Gegner dann noch weniger als 50% seines Lebens hat, wird die Stärke von Lake verdoppelt, sprich auf 120 geboostet. Mit Stab kommt das auf 180 und ja, das fällt natürlich mein Schatz nicht aus, weil es auch noch ein Level unter Jellicent ist. Ah, schade. Aber egal, Blatt kriegt auch noch ein Level ab, stoppt hier ein bisschen ab. Und ja, der Arschtrainer wurde besiegt. Versteht ihr, Arschtrainer, wer es verstanden? Na gut. So, fetter Wanderer, fetter Wanderer. So, Wanderer sind dafür bekannt, dass sie Gesteinskampf oder was auch immer Pokémon benutzen. Dementsprechend sollte ich, glaube ich, jetzt mal Ninja nach vorne packen, nachdem ich natürlich erstmal Sayume in Pixel World aka Madame Lubeng mit einem Beleber und einem Supertrank geheilt habe. So, Switch, zack, Ninja. Ne, Sayo gibt erstmal. Scheiße. Zack, Ninja. Ich finde das voll geil, dass man jetzt einfach so diese Item wechseln kann. Das ging mir früher echt auf den Sack, aber jetzt. Puh. Chili Mini Vanilli. So, der fette Wanderer. Was hat der? Nasenhit? Irgendwas? Irgendwas in der Art? Oh! Keifel, geil! Ja, haben wir gut gemacht, dass wir hier, einfach was rausgenommen haben. Acker, mein Schatz. Da, Surfer! Hm. Ist natürlich ein 100%iger One-Hit. Keifel hält eigentlich so gut wie nichts aus. Keifel ist aber echt geil. So, Marmoswine ist verdammt geil. Das hält. Boah, das ist schneller als Heatran, könnt ihr euch das vorstellen? Marmoswein ist eigentlich verdammt schnell. Ich glaube, ich habe früher nie realisiert, dass es so schnell ist, bevor ich es mal selbst eingesetzt habe. Das ist der Usain Bolt der Boden-Pokémon. Genau, der Usain Bolt der Boden-Pokémon. Oder das Usain Bolt, genau das. So, Lock on, Zielschuss. Ah. Ja. Dieses Pokémon wurde von mir früher immer liebevoll Adolf nett genannt. Könnt ihr euch vorstellen, warum? Ja, richtig, wie den Bart. Und der L3 wünscht mir Ninja. Ja, ja, ja. Immer wieder dieser komische Rigi, ne? Also, naja, naja. Na. Egal. So. Ich denke mal, das läuft dann so ab, dass ich gleich da hoch muss irgendwie. Sag ich ja. Aber hier ist noch ein Häuschen. Hei. Also, die Rote, die verspricht hier wirklich spannend bis zum Schluss zu werden. Okay, was ist denn hier im Häuschen? Boah, Max-6, krass. Und Flammenwurf! Flammenwurf! Geil! Also TM Flammenwurf kriegt ihr hier. Gibt die Eiskette und Alter auch mal hier. Nur Donnerblitz würde ich mir jetzt sehr wünschen. Da ich das natürlich meinem Schatzilein beibringe, aber sonst. So, dort kommen wir wahrscheinlich erst vom Wasserfall runter. Ja. Boah, ich liebe das, Leute. Ich liebe das einfach, diese neuen Orte in Pokémon spielen. Das ist, Chop du Sel. Swanna. Das habe ich letztens im privaten Black 1 Run benutzt. Das war echt. Also es hat einen geilen Move, muss ich sagen. Nur die Statuswerte gefallen mir nicht. Eisstrahl, Air Slash, Fliegen und Surfer. So habe ich dann gespielt. Also eigentlich so geile Coverage und so, konnte ich echt gut durchsetzen, nur die Statuswerte haben mich gefallen. Es war ein bisschen low von den Statuswerten her. Brave Bird. Werdet ihr jetzt auch gleich hier sehen, Brave Bird zieht so gut wie nix, obwohl es Brave Bird ist. Step und so weiter, aber zieht nichts. Und Ninja werde ich, by the way, bis Level 55 hier trainieren. Oder 54. Ah, ich weiß nicht. Galvantula, keine Ahnung, was es ist, ich bleib. Galvantula, was ist das? Ah, die Spinne! Ah, vielleicht hätte ich doch nichts gesagt. Egal. Guter Start ins Game. Kein Ding, zum Glück magst du Fame. Trainiert wurde alles auf der VBT Jammin auch ich. Ah.
Ich weiß nicht, schaffe ich dieses Galvantula überhaupt? Weil Galvantula ist halt so, das ist Elektro-Käfervieh. Verdammt schnell. Aber ich glaube, Staying Power ist kacke. Und auch die Verteidigungswerte sind jetzt nicht so das Gelbe von meinem Sucker Punch. Nee, seht ihr ja, zieht gar nichts ab. Weil es einfach speziell ausgerichtet ist. Da brauchst du nicht mit Tiefschlag ankommen, du Lappen. Hot Level 54, oder? Ja, wie viele Erfahrungspunkte? 3. Oh, gibt gute Erfahrungspunkte. Und wisst ihr, das ist das, was ich bemängel. Ich finde die Pokémon in der 5. Generation viel zu overpowered. Von den Base Stats, Stats hier und so weiter. Das ist. Also ich finde das einfach nicht fair gegenüber den Pokémon, die davor kamen und so weiter und so fort. Wobei Fairness in Pokémon, naja. Ihr wisst, wie ich das meine, hoffe ich mal. Ich finde das einfach ja, ein bisschen lame. Dass die Pokémon aus der 5. Gen einfach so stark sind, obwohl jetzt zum Beispiel so irgendwelche Kackviecher sind. Die kacke aussehen und so weiter. Warum gibt's hier noch diese Fungus? Aber auf Level 56, boah. Ey, nicht, dass die Top 4 auf Level 60 hat Pokémon hat. Eieiei. Wenn die Top 4 Pokémon auf Level 60 hat. Boah, Mama sieht da was los. Nee, das wäre aber dann. Das wäre nicht so schön. Nee, nee, nee. Egal. So. Your Challenge bei Black bla bla bla. Und mit einem Sorg. Das finde ich, by the way, viel cooler. Sorg ist, keine Ahnung. Hat mehr Style als dieses Yui Testo. Also Karadonis, bitte nicht verwechseln mit dem griechischen Fußballer Karagounis. Finde ich viel besser als Yui Testo. Oder Yui Testo, oder wie das heißt. Frag nicht wieso, ist einfach so. So. Sorg hält zwar weniger aus, ist dafür schneller, hat noch die Fähigkeit Robustheit. Und ich glaube sogar, nee. Oder hat es den höheren Angriff? Ich weiß nicht. Ich muss mir die beiden mal genauer angucken, aber ich finde auf jeden Fall Sorg viel cooler. Was anderes ansieht, aber auch ästhetisch. Das sieht einfach so fett aus, dieses Judo-Testo. Richtiger Judo-Kämpfer. Da ich Judo sowieso nicht leiden kann. Aber was ist das? Ein Starpiece, okay. Ein Stern, der deinen Namen trägt. Alle Zeiten überlebt. Der übersteht. Ups. Den schenke ich dir heute Nacht. Wo kommen wir denn hier raus? Das ist voll der Irrgarten. Das ist zum Beispiel auch etwas. Ja. So eine Sache, die ist ja manchmal komisch, wenn man neue Pokémon-Spiele spielt. Diese ganzen Irrwege. Oh. Habe ich doch schon sofort. Ah, nee, boah! Afura, ein Tisch mit dem fetten Afro. Hat sich wohl hier im Zeitalter wird. Wir sind hier nicht in den wilden 70ern, wilden 80ern. Na, 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 na. Ab mit der Mähne, ja? Will ich nicht nochmal sehen. Fallen wir jetzt in der Ü50-Party oder was? Ü40-Party? Na, na, na. Sowas will ich hier nicht nochmal erleben, ja? Aber hier gibt es anscheinend nichts. Außer ein paar Büschen. Oder? Oder gibt es hier wieder irgendwelche versteckten Bäume? Ja, oder? Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es einfach, Leute. Ich wusste es einfach. Aber was gibt's hier? Ein Trank. Ah, ihr wollt mich noch verkackeiern, oder? Ein Trank. Zu dem Stadion gespielt. Aber ich habe es nicht herausgefunden. Weil so leer wie das hier war, da kann etwas nicht stimmen. Da muss es was geben. Da gab es auch was. Nicht verarscht den nicht die Lappen. So, hier unten war ich glaube schon nicht. Oh, was ist das denn? Ah! Das ist ein Trainer, boah! Scheiße! Ja, ich bin ja jetzt gerade leicht zusammengezuckt, aber. Wurden wir jetzt gerade wieder angefurzt? Ich glaube schon, oder? Scheiße. Egal! Grüß mein Surfer! Ja, ich werde Ninja noch bis 5. Ne, der Ninja macht einfach den kompletten Trainer hier noch. Oh, hat er überlebt. Oh oh. Also, Stunkfisk ist ein Pokémon-Top-Typ. Boden-Elektro. Also ein einmaliger Typ, aber die Werte sind jetzt nicht so wirklich der Bringer. Aber es sieht lustig aus und vielleicht kann man damit ja doch etwas anfangen. Also, ich weiß ja nicht. Aber es sieht lustig aus. Das kann man nicht anders sagen. Wie das Rad guckt. Süß. So, was haben wir noch?
Amungus. Oh, ich hasse das. Ich hasse es so sehr. Regi, mach das. Ich vertraue meinen Schatz. Regi Lübeng. Meine Arcani runter. Einfach nur geil. Teaminate wird noch aktiv. Ja, Amungus hält so viel aus, deswegen will ich schon einfach mal sicher gehen. Flare Blitz, bam. Ich hätte natürlich jetzt auch irgendwie welche anderen Sachen versuchen können, von wegen Flaki mit Fliegen, bla bla bla, aber ich weiß einfach, dass Flare Blitz ein 100%iger Kill wäre und dementsprechend setze ich Flare Blitz ein. Bam badam, bam badam, bam badam, bam badam. Okay. Eine Zitrusbeere, ja, okay, okay. Peu à peu. Sag ich dann nur. Und Raw! Voller, bringt uns in-game leider nichts, weil Raw in-game doof ist. Vielleicht irgendwelche Modifikationen, aber nicht in offiziellen Pokémon-Spielen. So, ich würde mal sagen, hier machen wir Schluss. Vom einen Revive und ein Revive und ein Super Saiyan klatschen wir noch auf mein Ninja raus. Dann machen wir Schluss für heute. Danach muss ich, glaube ich, Blood und Sayu weiter trainieren. Blood, Sayu und Exio, ja. Und bis dahin, meine Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald, mach's gut und ciao, euer Bengan der Herzinfinger.